Seit mehreren Wochen treffen wir uns nun schon regelmäßig in dieser Prager Kaufhalle. Und auch heute begegnen wir wieder der Frau hinterm Ladentisch. Sie heißt Anna Holubowa, ist geschieden, hat zwei Kinder. Die 17-jährige Michala und den 8-jährigen Petja, der hier gerade die Oma begrüßt. Und den imposanten Herrn im weißen Kittel kennen Sie natürlich auch. Richtig, es ist Václav Karas, Annas Chef, der hier im Kreis seiner Mitarbeiter auf das Wohl von Opa Dominik anstößt. Sie erinnern sich auch an die Kesse Olina, die stets das letzte Wort hat, ob beim Chef oder den Kunden. Und das ist Oskar, der flotte Lagerverwalter. Daran, dass er seine Lader vom Fleischstand doch noch kriegte, hat Anna mitgewirkt. Auch in Jirginas Kummer hat Anna versucht, helfend einzugreifen. Noch etwas ist zu beachten. Dieser Kunde von Anna, Herr Karel Brosch, ist nun nicht nur mehr Annas Stammkunde am Delikatessenstand. Annas Kinder aber, die sehr an ihrem Vater hängen, können sich keinen anderen Mann an der Seite der Mutter vorstellen. Nun müssen Sie bloß noch sagen, es ist die Sehnsucht nach Ihrem Mann und dann schaffen Sie es, dass ich glatt umfalle. Sie haben recht und fallen Sie schnell um. Oh. Also einfach super. Ich würde allerdings die Träger um zwei Nummern nachlassen. Bei dem BH meine ich. Wozu soll sowas gut sein? Ob es gut ist, weiß ich nicht, aber es ist Welttrend. Mhm. Aber mein Mann hat's nun mal lieber so. Und das zählt für mich. Wer etwas nur wegen des eigenen Mannes macht, der ist nicht mehr zu retten. Was ist? Na, die hat's offenbar erwischt. Ihr Mann muss Marlon Brando Kalaschek heißen. Denken Sie, ist es längst Feierabend, dass Sie sich schon umgezogen haben? Nein, das denke ich nicht. Ich habe mir den Kittel begossen, da konnte ich ihn nicht anbehalten, wirklich. Und Sie glauben, dass ich Ihnen das abnehmen werde? Das glaube ich eigentlich nicht, Kollege Karas. Deshalb will ich ganz ehrlich sein. Ich werde nachher von meinem Mann abgeholt. Wir wollen rausfahren und da möchte ich keinesfalls die Zeit verpassen. Und ich werde von Greta Garbo abgeholt und wir fahren an die Riviera. Sie bilden sich wohl ein, einer der Kunden fragt, wo Sie hinfahren wollen. Er muss ordentlich arbeiten, verlangt das auch von uns. Also los, ziehen Sie den Kittel an. Sie müssen von meinem Mann lernen, dass er ein guter Chef ist. Da dürfen die Kollegen während der Arbeitszeit sogar einkaufen. Jawohl. Ja. Und wenn die Leute zu uns kommen, die während der Arbeitszeit einkaufen gehen, die sind dann am allerschlimmsten. Die schreien sofort nach dem Beschwerdebuch, um eine dicke Eintragung zu machen. Was willst du denn schon wieder hier? Ich habe ein neues Messer zum Papierschneiden geholt. Das alte ist geklaut worden. Olli, wir könnten schon anfangen, die Sachen in den Kühlraum zu bringen. Deswegen hat es eben der Chef mit der Kalaschkova, obwohl die wie ein verletztes Huhn gestöhnt hat. Ein Sie können doch ihren liebenden Mann nicht alleine draußen warten lassen. Du sagst das, als ob dir es nicht gefallen würde. Ach, die sind doch schon 10 Jahre zusammen. Das kann doch nicht normal sein. Ja, was soll denn daran nicht normal sein? Na, sag doch selber, wärst du nach 10 Jahren nach deinem Mann noch so verrückt? Na, die anwesenden Personen wollen wir besser mal aus dem Spiel lassen. Bitte schön. Noch einen Wunsch? Nein, auf Wiedersehen. Oh, hey, hey, du, sieh mal raus. Hm? Kaum spricht man vom Wolf, schon klopft er an die Tür. Aha. Und das sieht nicht mal übel aus, wie ich zugeben muss. Oh, naja. Dass sich der Typ an so eine Henne hängt, ist ja sogar fast ein Witz. Du gehst aber scharf ran. Hat sie dir denn was getan? Eigentlich nicht. Aber für mich ist sie eine Henne und bleibt sie eine Henne. Andrika! Olinka, da steht mein Mann. Seht ihr vor der Tür? Ja, ja, wir sehen ihn. Wo? Wo denn, bitteschön? Wo steht denn Ihr Mann? Ach, das interessiert mich doch. Aber ich kann ihn ja gar nicht entdecken. Geht er auf und ab draußen vor dem Geschäft? Der abgebrochene Riese? Ach, doch nicht er. Der daneben. Aha, der mit der Glatze. Oh, er sieht aber ziemlich alt aus. Wieso denn alt, aber nicht doch, Olina? Nein, er ist sogar 2 ganze Monate jünger als ich. Also ich würde nie einen Mann nehmen, der jünger ist als ich. Das käme gar nicht in Frage. Sie lassen sich doch dadurch nicht die Stimmung verderben, oder? Sie wissen doch, wie sie ist. Darauf darf man nichts geben.
Annika, sagen Sie, wie gefällt er Ihnen? Wer denn? Mein Mann. Oh ja, ich finde, er sieht gut aus. Sehr gut. Ich auch. Sehr gut. Grüß dich, Janicek. Ahoi, mein Liebling. Ich freue mich, dass du schon da bist. Wie abgemacht. Andrika, wie gesagt, das hier ist mein Mann. Hallo, das ist Anna. Kalaschek. Wissen Sie, Jender kommt mich abholen. Wir fahren nämlich in unsere Hütte, die steht in einer herrlichen Gegend. Und Jender hat die Hütte fast ganz allein aufgebaut. Aber ich bitte dich, die haben wir doch gekauft. Ja, freilich haben wir sie gekauft, aber in welchem Zustand? Der Jender hat darin einen Kamin gebaut und sie mit Lärchenholz ausgeschlagen. Aber das hat doch jeder. Du bist wieder unnötig bescheiden. Andrika, Sie müssen mal rauskommen. Bringen Sie Ihren Mann mit. Ach ja, verzeihung ich. Aber kommen Sie doch mit Ihren Kindern. Wir haben ein Gummiboot zum Aufblasen da. Ach Gott, wo ist denn unser Honsig? Der Honsig ist noch daheim. Du musst ihn holen, da ihr leider allein fahren wieso bist. Wieso denn nur? Du kommst nicht mit? Ich würde ja gern, aber ich muss noch mal in den Betrieb zurück. Eine Havarie am Band, eine schlimme Sache. Wenn wir Glück haben, könnten wir es bis morgen früh schaffen. Und ich hätte mich so gefreut. Ich bedauere auch. Tja, so ist das. Trotzdem ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Na, dann steig ein. Auf Wiedersehen. Na, ist sie nun eine Hen oder ist sie es nicht? Hm. Das Wochenende wird warm werden, meinst du nicht auch, Rolin? Ahoi. Die Sprechstunde ist zu Ende. Guten Abend, Mutter. Du besuchst mich? Geschehen wirklich noch solche Wunder? Komm schnell rein. Alle anderen sind schon weg. Wie du siehst. Was machst du denn so große Augen? Ich muss mich umstellen, sonst musste ich dich immer besuchen. Ja, ich war lange nicht hier. Sehr lange. Aber ich erinnere mich genau an das letzte Mal. Das war an dem Tag, als ich erfuhr, dass Jerzy von mir weg will. Was macht er denn? Weiß ich nicht. Besucht er denn die Kinder noch? Manchmal schon. Na, dieser Kerl. Vor Gericht hat er darum gekämpft, die Kinder jede Woche zu sehen. Und nun schafft er es bestenfalls noch einmal im Monat. Was für einen Arzt habt ihr jetzt hier? Er ist noch reichlich jung. Kann er was? Naja, geht so. Das heißt also, er kann viel. Übrigens, hast du vergessen, dass ich heute zu euch komme? Das habe ich nicht vergessen. Dann begreife ich nicht, dass du jetzt hier bist. Ja, Mama, weil ich es gern allein mit dir besprechen möchte. Besprechen? Ja, was denn? Ich habe eine Neuigkeit für dich. Es ist blöd, aber ich komme mir vor wie 16, wenn ich es dir erzähle, fall nicht gleich um. Aber da gibt es einen Mann. Donnerwetter. Unverheiratet? Mhm. Und was macht er? Ach, sein Beruf ist doch unwichtig. Ich finde doch, er ist wichtig. Ich habe nicht vor, ihn zu heiraten. Ja, und wenn er nun vorhat, dich zu heiraten? Nein, ich kann ihn gar nicht heiraten. Du sagtest, er ist ledig. Ja, ja, ich möchte mit ihm zusammen sein, aber nur, wenn die Kinder nichts erfahren. Du hast Angst, sie mögen ihn nicht. Sie werden ihn ablehnen und mich... Was werden sie dich? Es ist für sie wie Verrat. Sie können nicht verlangen, dass du allein bleibst. Sie verlangen es aber und daran kann ich nichts ändern. Oje, Mädchen, du verbaust ja dein Leben. Ja, schon möglich. Und wie kann ich dir helfen? Du kannst mir helfen. Wenn du zum Beispiel oft einmal krank werden würdest, damit ich dich oft einmal besuchen kann und du dann die Kinder besuchen kannst und so weiter. Nein. Gut, ich komme. Kannst dich auf mich verlassen. Das ist lieb von dir, danke. Liegt dir denn so viel an ihm? Es reicht. In diesem Falle meine ich, wenn du ihn nicht zu dir einladen willst, dann ist das falsch. Ein großer Fehler. Du siehst das nicht richtig, dass ich ihn nicht einladen will, stimmt nicht. Ich kann nicht, ich darf nicht und alles zusammen. Wie du meinst, jetzt trink deinen Kaffee aus. Meine 16-Jährige. Ich verstehe dich schon. Danke. Und du kommst nachher, ja? Wart doch. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Wie weit seid ihr schon? Wie bitte?
Sei nicht böse, dass ich neugierig bin. Wenn ich 16 wäre, würde ich es dir übel nehmen, aber in meinem Alter. Ich kann dir das große Geständnis machen. Es hat sich schon einmal ergeben, dass ich seine Hand gestreichelt habe. Du seine? Hm, schlimm, hm? Zwei Becher. Tartarsoße, bitte. Aber nur, wenn sie frisch ist. Wenn sie was? Ich sagte, wenn sie frisch ist. Bei uns, mein Herr, ist die Ware immer frisch, sonst verkaufen wir sie gar nicht. Bitte, da ist Ihre Mayonnaise. Keine Mayonnaise, liebes Fräulein, Tartarsoße. Sie haben nicht Mayonnaise gesagt? Aber nein, ich lese es von dem Zettel und da steht Tartarsoße. Ach, was heißt das? Ich lese manchmal Dinge, die überhaupt nie geschrieben worden sind. Da, Ihre Tartarsoße. Und was noch? Zweimal Mayonnaise. Sie sagten doch Tartarsoße. Ja, das sagte ich. Und jetzt sage ich Mayonnaise. Sie wollen die Tartarsoße zurückgeben? Aber nein, die Mayonnaise kommt noch dazu. Oi. Am besten, Sie überlegen Sie es noch einmal, sprechen alles ins Unreine. Ich komme gleich wieder. Anna Anischka. Fantastische Sachen sind passiert. Du wirst staunen. Was ist los? Also hör mir zu. Kalaschek ist fremdgegangen und die Kalaschka war ihn dabei überrascht. Kalaschek? Jawohl, genau, der schöne Mann Marlon Brando Kalaschek. Er sagte, dass in der Fabrik eine Havarie wäre. Er wolle zur Hütte nachkommen. Und als sie dort eintraf, merkte sie, sie hatte den Schlüssel vergessen. Also wieder zurück in die Wohnung. Und dort war es eine Havarie mit einem Fräulein. Ja, woher weißt du das? Na ja, sie ist doch eine Henne. Und so gackert sie in der ganzen Kaufhalle herum. Wo ist sie jetzt? Sie bat ihn, Willimek in seinem Büro telefonieren zu dürfen. Und ruft wie wild um sich herum an. Sie hat dort nie gearbeitet? Verzeihung, da bin ich leider, leider falsch informiert worden. Hallo, guten Tag, hier ist der Rat der Stadt mit der Abteilung Sozialwesen. Verzeihen Sie bitte, arbeitet bei Ihnen die Verkäuferin Barbara Benischowa? Nein, dann muss ich eine Zahl übersprungen haben. Fragen wollte ich in Wirklichkeit nach Barbara Novakova. Auch nicht? Aha, hat auch nie bei Ihnen gearbeitet. Verzeihung, dann sind wir falsch informiert worden. Stenitschka, ich bitte Sie, was machen Sie da? Ganz einfach, ich möchte Ihren Namen herausfinden. Ja. Er sagt Ihnen nicht, er spielt den Beschützer. Ja, aber Sie kennen doch den Namen. Wieso? Barbara Benischowa, sagten Sie. Ach, das ist doch nicht der Name, den habe ich mir bloß ausgedacht. Ich weiß lediglich, sie heißt Barbara und arbeitet in einem Textilgeschäft. Mit Barbara hat er sie angesprochen. Woher kennen Sie ihre Arbeit? Als ich sie überraschte und sagte, was ich von ihr halte und sich ins warme Nest setzen, das könne ihr so passen. Da spielte sie verrückt, machte sich über meine Gardinen lustig und sagte Ware von einer Qualität, die so echt minderwertig wäre. Solchen Ausschuss gäbe es längst nicht mehr in ihrem Geschäft. Da arbeitet sie wohl in einem Textilladen, oder? Und nun wollen Sie alle Textilgeschäfte in Prag anrufen. Ja, Andulka, das will ich, und wenn es sein muss, in ganz Böhmen. Irgendwo, Herrgott, Sakra, muss man mir doch sagen, hier arbeitet zwar keine Barbara Benitschowa, aber wenn Sie vielleicht gemeint haben, die Kollegin Barbara XY, dann hab ich sie, da bin ich schon am Ziel. Und wenn Sie es nun wirklich rausbekommen, was wird dann? Dann mache ich ja eine solche Szene, daran denkt sie ihr ganzes Leben. Hallo. Ja, und nach dieser Szene? Bitte sehr, ich habe schon wieder ein Geschäft an der Strippe, hallo? Also wenn ich an Ihrer Stelle... Sehr lieb von Ihnen, Andulka, bemerken Sie nicht, dass Sie mich aufhalten. Und wenn Sie der Kalaschek beeindruckt hat, nützt Ihnen das überhaupt gar nichts. Hallo. Hallo, hier ist der Rat der Stadt mit der Abteilung Sozialwesen. Verzeihen Sie bitte, arbeitet bei Ihnen vielleicht die Verkäuferin Barbara Benischowa? Die ist ja ganz schön gerissen, diesen Trick mit der Barbara Benischowa-Novakova. Den hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Gerissen oder nicht gerissen, jedenfalls gefällt mir es nicht. Will sie nun um ihren Mann kämpfen oder nicht? Ich würde sagen, sie will. Mit dieser Methode erreicht sie kaum sehr viel. Ich habe langsam den Eindruck, dass aus der Henne eine böse Glucke wird, vor der man Angst haben könnte. Die kriegt den Mann wieder unter. Das bezweifle ich. Ihm würde ich wünschen, dass du recht hast. Ich habe sie nur, damit ihr es wisst. Na, was sagen Sie nun, Andulka? Pardon. Wer hat denn die gebissen? Ach, das ist nur die blanke Wut, die so auf Touren gebracht hat. Sie will einer gewissen Barbara ein paar Haare aus der Kopfhaut reißen. Hm. Anna! Marlon Brando Kalaschek. Sag mal, hat's dich jetzt auch? Herr Kalaschek, warten Sie auf Ihre Frau? Ja, eigentlich schon. Die ist vor kurzem weggegangen. Wohin denn? Sie ist zu Fräulein Barbara. In das Textilgeschäft. Sie kennt doch gar nicht den vollen Namen. Doch, sie hat ihn rausgekriegt. Thank you.
ist die Kollegin Zykankova zurzeit anwesend. Ja. Und dann rufen Sie sie bitte. Sind Sie die Frau von der Abteilung Sozialwesen? Ja. Da bin ich aber froh, dass Sie gekommen sind. Ja? Naja, ich würde gerne Ihren Rat in Anspruch nehmen. Sie verstehen was davon. Es geht um meine Rente. Und da ist mir bei der Berechnung noch einiges ziemlich unklar. Ich habe mir gleich gedacht, dass nur Sie das sein können. Und Sie wissen auch, warum ich gekommen bin. Sollten Sie Geld ausgegeben haben für ein Taxi, das war verschenkt. Na, vielleicht könnten wir die Sache mit der Rente wenigstens mal durchgehen. Hier, das werden Sie mir gefälligst unterschreiben. Sie verpflichten sich, dass Sie von meinem Mann auf ewig die Finger lassen. Verzeihung. Das fällt mir nicht im Traum ein. Verzeihung. Ich sage Ihnen das zunächst im Guten. Im Guten haben Sie es versucht, nun können Sie es im Bösen versuchen. Ja, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, liebes Fräulein. Ich informiere über alles Ihre Direktion. Ich informiere auch Ihre Gewerkschaftsleitung sowie Ihre Eltern, dass Sie mir den Mann stellen wollen. Und dem Kind den Vater, weil Sie alles haben wollen, was in 10 Jahren angeschafft wurde. Da waren Sie nicht fleißig für 10 Jahre recht wenig. Na, da muss ich aber. Sie müssten nur unsere Hütte sehen. Kamin aus Klinkersteinen und alles Holz getäfelt. Ich habe sie gesehen. Soll das bedeuten, Sie waren schon bei uns in der Hütte? Na, was denn sonst? Wo sollten wir schließlich immer hingehen? Sie halten, wie es scheint, nicht viel von sauberer Bettwäsche, nicht wahr? Ich halte nicht viel von sauberer Bettwäsche, das sagt jemand zu mir. Das war eine Gemeinheit. Habe ich diesen Krach angefangen oder ist sie es gewesen? Aber auch wenn es so ist, warum redest du so etwas? Was? Das mit der Hütte. Wir sind niemals draußen in der Hütte gewesen. Ist es nicht ganz egal? Nein. Es ist nicht egal. Wir haben jetzt regelmäßig im Club psychologische Abende der Fragen und Antworten. Ja, und worin besteht das Psychologische? Das besteht darin, dass wir uns einen Psychologen einladen und ihm Fragen stellen. Was für Fragen zum Beispiel? Zum Beispiel über Sex. Und das wird dann zu einem Komplex von Unterfragen führen. Du verstehst. Jedenfalls bemühe ich mich. Und von diesen Diskussionen werden Aufzeichnungen gemacht. So eine tolle Technik habt ihr. Ja. Mhm. Seit 2 Wochen haben wir ein perfekt ausgestattetes kleines Rundfunkstudio in unserem Club. Dadurch können wir die Mitschnitte von unseren Diskussionen exakt auswerten. Hallo, Baba. Nein, einen Moment. Michala, hier ist Holubova, die Ältere. Da. Michala Holubova? Ja, grüß dich. Ach du Schreck. Was hat er? Ich? Ja, ich weiß, wir hatten es so verabredet. Nicht, weil ich mich fürchte, aber ich bin doch gar nicht vorbereitet. Naja, abgemacht. Ich werde pünktlich sein. Ahoi. Miklik hat sich 2 Rippen angebrochen. 2 Rippen? Wie ist das passiert? Es ist gar nicht wichtig, wie das passiert ist. Wichtig ist, wer er ist. Also, wer ist dieser Miklik? Miklik, das ist unser Sprecher. Er sollte den Diskussionsabend leiten. Jetzt muss ich das für ihn tun. Du? Ja. Hast du denn sowas schon mal gemacht? Nein. Ein Klassentreffen habe ich mal organisiert. Aber das ist doch ganz was anderes, Michala. Ich weiß, Mami, aber überleg doch mal, wie es aussehen würde, wenn ich mich drücke. Ja, sicher, das kannst du nicht. Aber hast du denn keine Angst, dass dir nichts einfällt, was du diesem Psychologen fragen könntest? Hab ich. Vielleicht könntest du das vorher mit ihm absprechen. Das geht auch nicht. Unsere Leute sind schon da, da wirkt es ausgesprochen blöd. Niemand soll mir was anmerken. Hurra, hurra, die Oma ist da. Oma, was hast du mir mitgebracht? Das ist wohl immer deine erste Mami, Frage. Zur Oma bitte kein Wort. Ach. Ahoi, Mädels. Ahoi. Na, ihr seht ja so verschreckt aus. Ist ein Wolf ums Haus geschlichen? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wo fahren wir hin? Oder überlassen Sie das mir? Wir fahren, wohin Sie wollen. Oder kennen Sie zufällig die Otakow-Gasse? Also, Jugendfreunde, die Stunde der Fragen und der Antworten nimmt ihren Anfang. Bitte, wer hat Fragen? Also, ich hätte da eine persönliche Frage zu stellen, darf ich? Bitte. Sagen Sie, ist es etwas Unnatürliches, wenn sich ein Mädchen entscheidet, keine Kontakte und Beziehungen zu einem Jungen zu haben?
Ich habe wohl eine sehr dumme Frage gestellt. Nein, überhaupt nicht. Wenn ein Mädchen so etwas fühlt, ist das absolut natürlich. Ich bin eigentlich sicher, dass jedes Mädchen das erlebt hat und auch jeder Junge. Die zweite Sache dabei ist, dass diese, wenn ich so sagen darf, Androhung niemals bis zur letzten Konsequenz erfüllt wird. Ich nehme an, es tut sehr gut, wenn man mit seiner Tochter so zufrieden sein kann. Ja, das tut es. Und ich glaube, dass es sogar Junge hält. Um sich jung zu fühlen, braucht man nicht unbedingt eine Tochter. So alt fühle ich mich nicht. Ich bemühe mich zumindest. Im Auto einer älteren Dame die Hand zu halten, also das kann man nicht gerade als große Bemühung betrachten. Sie fühlen sich als eine ältere Dame? Ja, freilich. Sagen wir, ich bin ein Mädchen, das schon vernünftig ist. Zu vernünftig zu sein, ist recht unvernünftig. Bei so einem jungen Mädchen. Na gut, bin ich jung. Aber ich bin leider gebunden. Bedeutet das, da ist noch ein anderer Mann? Wissen Sie das genau? Sie müssen mich nicht schonen. Wenn es sein muss, bin ich hart im Nehmen. Es gibt keinen anderen. Wissen Sie, weshalb ich dauernd diese Frage stelle? Ich glaube schon. Und warum? Sie haben Angst. Schreckliche Angst. Gewissermaßen Berufskrankheit. Unser Betrieb hat jetzt einen Wettbewerb gewonnen. Für den Bau einer Gebirgsstraße, die durch Afghanistan führt. Und nun gehe ich immer wieder meine Berechnung durch für alle Brücken und Überführungen, das heißt für deren Nutzlast. Dabei hat jeder Statiker die elementare Befürchtung, dass er falsch berechnet hat. Und so packt er 20% dazu, sogar 30. Sein Angstgefühl packt er darauf, damit nichts passiert. Damit die Brücke nicht einstürzen wird. Da ich nun der Meinung bin, endlich einen Menschen getroffen zu haben, der mir nahe sein könnte, der mir alles bedeuten könnte, ist die Angst in mir doppelt so groß. Ich kann nicht glauben, dass es wahr ist. Ich befürchte dauernd, dass dieses große Wunder zerfließen wird. In jungen Jahren denkt man noch, dass man einem solchen Menschen auf Schritt und Tritt begegnet. Aber wenn man dann etwas älter wird, da weiß man dann, wie selten so etwas geschieht. Und so habe ich Angst, dass ich die Hand, die ich jetzt festhalte, und ich möchte sie halten, wieder loslassen muss. Sie müssen sie nicht loslassen. Nie mehr. Aber mit einiger Vernunft zu sagen, trotz allem, um uns vor einem Jugendclub zu küssen, sind wir wohl nicht mehr jung genug. Aus dem Alter müssten wir schon raus sein. Na ja. Na dann werde ich mal Gas geben. Geben Sie Gas. Na, wie war's denn? Also, Mädchen, das war fantastisch. Da kann man gar nicht jüdische Worte verfinden. Und hier habe ich mir erlaubt, euch ein paar Bonbons mitzubringen. Greif zu! Da hat unser Bestes schon. Fanta, ich grüße dich. Nun musst du mir aber gleich erzählen, wie es war.
Ich danke dir, vielmals. Ich bin dir ja schon dankbar. Bei dir musst du dich nicht bedanken, bei deinen Kindern musst du dich bedanken. Die haben dich ans Meer geschickt. Was machen sie denn? Ja, da bin ich sehr zufrieden. Sie haben mich mit dem Auto abgeholt. Und zu Hause gab es ein gutes Abendessen. Immer zufällig in was Neues. Einmal nicht der verlorene Sohn zurück, sondern der verlorene Vater. Schluss, meine Damen, Ende der Vorstellung. Schluss, habe ich gesagt. Schluss, jetzt Schluss, Schluss, Schluss. Fanuschek hält sich als rüstiger Rentner taufrisch. Er geht euch ja nicht verloren. Dort aber auf der Rampe liegen die Bonbonieren für das Ende des Schuljahres. Also presto, presto, Beeilung bitte, damit die Kartons unter die Leute kommen. Wie gesagt, beeilt euch, ich bitte euch. Na hopp, 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 hopp. Ja, bitte. Mein Herr, ohne Korb dürfen Sie das Geschäft nicht betreten. Bitte. Guten Tag, Herr Kalaschek. Suchen Sie Ihre Frau? Guten Tag. Ja, ja. Ich suche meine Frau. Sie ist leider noch nicht da. Wir warten auch auf Sie. Hat sie Ihnen heute früh nicht gesagt, wo sie hin wollte? Ich habe sie schon fast eine ganze Woche nicht mehr gesehen. Sie hat ein neues Schloss einbauen lassen. In unsere Wohnungstür, meine ich. Ich muss woanders schlafen. Aber nicht doch, nicht bei ihr. Ich fahre immer in unsere Hütte. Es war ein dummes Abenteuer, das mir nur eine Erkenntnis gebracht hat. Barbara hat verblüffend ähnliche Eigenschaften wie Zdenitschka. Zdenitschka, Sie haben Besuch. Ich habe Besuch. Ach, du bist. Ich wollte dich gern fragen, wann kann ich mal nach Hause kommen? Du willst mal nach Hause kommen? Warum denn? Was zieht dich denn so nach Hause? Ich will meine Wäsche abholen und noch ein paar Sachen. Du musst dir eins merken. Aus der Wohnung wird nichts weggetragen. Das ist doch unser gemeinsames Eigentum. Und ich habe die Pflicht, es für unseren Sohn zu schützen. Ich will doch gar nichts wegtragen. Ich will nur zwei von meinen Oberhemden. Begreifen Sie das? Warten Sie hier. Ich werde mit ihr darüber reden. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Einen Augenblick, bitte. Stanitschka, ich bitte Sie, was ist denn nun schon wieder? Wollen Sie ihn für immer davon jagen? Ich werde ihm doch nicht die Hemden waschen und plätten, damit er sich bei dir amüsiert. Er ist doch gar nicht mehr bei ihr. Wieso? Er hat es mir gesagt. Ich glaube es ihm nicht. Aber ich glaube es ihm. Ich nicht. Auf die Art kommen Sie auch nicht einen Schritt weiter. Keine Sorge, ich weiß, wie ich weiterkomme. Ja, wie denn, bitte? Ich bin in seinem Betrieb gewesen. Dort wird er jetzt zusammengestaucht. Das kann doch dort nicht gelöst werden. Das betrifft allein Sie beide. Was soll ich ihm jetzt sagen? Sie brauchen ihm gar nichts zu sagen. Er steht da und wartet. Soll er da stehen und warten? Als er mit der Sache angefangen hat, hat er auch nicht gewollt, dass ich was sage. Das soll ich ihm ausrichten. Meinetwegen. Ich kann mir schwer vorstellen, was Sie sich davon versprechen. Wo wohnt er jetzt? Er fährt raus in die Hütte. Ach so. Also nichts? Nichts. Dann nichts. Nichts? Nichts. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Ich wollte Sie da nicht mit reinziehen. Nein, das war schon richtig so. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, verehrte Frau Nachbarin. Guten Tag. Ich hoffe, es sieht gut im Geschäft aus. Ach Gott, jetzt im Juni, da ist noch großer Andrang. Aber in einem Monat, da ist es dann schon wieder besser. Ah, das ist klar. Da haben wir dann einen großen Teil Ihrer Kundschaft in andere Gegenden befördert. Fahren Sie auch Züge an die See? Nein, nein, nicht auch. Hauptsächlich. Aha. Und wenn Sie Lust haben, würde ich Sie gerne mal mitnehmen. Dafür bin ich eigentlich da. Wer wird denn sowas reden? Mal was anderes. 100 Erlebnisse, ein Strand, wo an Sonne kein Mangel ist. Na, wäre das ein Urlaub, sagen Sie selbst, wäre das nicht wunderbar? Sagen Sie ein Wort und ich arrangiere es. Ich habe nun mal meine eigene Romantik. Für mich ist ein südböhmischer Teich weitaus schöner als alle azurblauen Meere. Trotzdem, gute Reise. Morgen musst du mir die größte Bonbonniere mitbringen, die du im Geschäft auftreiben kannst. Guten Tag. Grüß dich, Mami. Weshalb muss ich und warum muss es die größte sein? Weil ich sie der Lehrerin fürs Zeugnis mitnehmen möchte. Du willst damit deine Lehrerin bestechen? Ne, gar nicht. Alle Kinder bringen ihr eine Bonbonniere und einen Blumenstrauß mit. Und ich habe ihr gesagt, dass meine Mutter im größten Geschäft von Prag arbeitet. Also muss es doch auch die größte Bonbonniere sein. Na, hast du auch Kleingeld? Was, Mami? Was soll ich haben? Du musst sie bezahlen, du brauchst Geld.
Aber die bezahlen auch die Muttis und Vatis. Die Kinder bringen's nur mit. Ach, was du nicht sagst, das habt ihr euch aber fein ausgedacht. Dann sind's doch eigentlich die Geschenke der Eltern, ne? Ja, hast du das noch gar nicht gewusst? Grüß dich, Michaela. Grüß dich. Na, brauchst du etwa auch eine Bonbonniere für die Schule? Nein, ich habe andere Sorgen. Was für Sorgen? Ich habe Redaktionssitzung und soll den Plan für die Diskussionen im Herbst mitbringen. Was soll dieser Plan so ungefähr enthalten? Wie bitte? Ach so, na eben alles, was junge Leute so interessiert. Mami, was würde dich denn so interessieren? Ach, geh doch mal von dir selber aus. Eine Ewigkeit habe ich mir das überlegt, aber mich interessieren nur Dinge, die nicht interessant sind. Aber das begreifst du ja doch nicht, oder? Nein, das begreife ich ja doch nicht. Und schon hast du ein erstes Thema für deinen Diskussionsplan. Welches? Na, warum ihr von den Eltern nicht verstanden werdet, hm? Das ist gut. Dazu lade ich dich ein. Vati solltest du einladen, weshalb damit er mitkriegt, dass er uns manchmal besuchen müsste. Das heißt, ich, die Michaela und die Oma, wir genügen dir nicht. Ach, ihr drei, ihr seid doch nur Weiber. Also mit anderen Worten, du brauchst einen Mann. Und einen richtigen Großen. Soll ich dir mal einen Mann herbringen? Den Vati? Nein, den Vati nicht, einen anderen. Kennst du denn so einen? Kann mich ja mal umsehen. Nach einem Fremden? Ihr würdet euch vielleicht anfreunden können. Der Vati würde das sicher aber gar nicht wollen. Ja, das ist wahr, der Vati würde es sicher nicht wollen. Bitte, meine Damen. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie in Ihrem Angebot eine wirklich repräsentative Bonbonniere? Alle sind repräsentativ. Wissen Sie, es handelt sich um ein Geschenk für die Lehrerin. Wir haben welche für 14, für 18, für 28, für 43 und für 56 Kronen. Und welche davon, bitteschön, würden Sie mir empfehlen können? Das kommt ganz auf das Zeugnis an. Das ist nicht so ganz gelungen. Ach. Aber im nächsten Jahr wird es besser sein. Und ist es nächstes Jahr dieselbe Lehrerin? Nein, das nicht. Bestimmt nicht. Dann würde ich die für 56 Kronen nehmen und dazu noch eine Flasche Raphael. Aber Fräulein, er bekommt doch eine andere Lehrerin. Desto besser, dann wirkt es harmlos. Aber trotzdem wird es sich im ganzen Lehrerkollegium herumsprechen. Sie haben recht. Was darf's sein, junger Mann? Guten Tag, ich möchte gerne 50 Gramm Pralinen, aber schön einpacken. Also gut, schön einpacken. Das Beste ist, wir nehmen einen Becher. Für wen soll's denn sein? Das möchte ich meiner Klassenlehrerin schenken. Will Mami nicht, dass es eine Bonbonniere ist? Ich habe ihr nichts gesagt. Das ist mein Geschenk, nicht das von Mami. Es ist wunderbar, wie du dir das ausgedacht hast, junger Mann. Da wird sich deine Lehrerin aber freuen. Ob sie mir auch eine von den Pralinen abgeben wird? Das weiß ich nicht, junger Mann. Aber du wirst sie doch nicht direkt danach fragen. Nein, das werde ich nicht, auch wenn ich Pralinen sehr mag. Das ist fein. Warte mal. Bitte? Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die erste Etappe der Bonbonnieren haben wir jetzt hinter uns. Nun kommt es nur noch darauf an, mit denen fertig zu werden, die uns die Bonbonnieren wieder zurückbringen. Wer sollte uns die Bonbonnieren zurückbringen? Na, die Lehrer. So einen Magen, das zu schlucken, hat nicht mal ein Lehrer. Ganz ehrlich, wenn ich an deren Stelle wäre, ich hätte schon längst ein Kommissionsgeschäft aufgemacht. Oder einen Stand vom Krankenhaus. Na, wie geht's? Guten Tag. Tag, Stenischka. Ich hab's eilig. Menschenskind, die ist ja schon wieder auf 100. Ist der Kerl auch dieses Mal nicht nach Hause gekommen? Nein. Haben Sie in der Hütte nachgesehen? Hab ich. War er dort? Das kann ich nicht sagen. Ich war nachmittags da, mit dem Schlosser. Sie haben das Schloss in der Hütte ausgewechselt? Ja. Und wo soll er jetzt schlafen? Na, wo soll er schlafen? Daheim, denke ich. Sie denken, Sie können ihn dadurch zwingen? Unsinn. So wird das nichts. Wenn meine Meinung hier gefragt ist, dann würde ich vorschlagen, Sie mobilisieren die Familien und ganz besonders das Kind. Wieso Kind? Na, hat das Kind einen Druck auf den Vater ausgeübt? Nein. Naja, und das ist der Fehler. Tränende Kinderaugen wirken unerhört. Olina, bitte. Oh ja, das ist doch selbstverständlich. Zwei gefaltete Kinderhände machen hier mehr aus als zwei Gewerkschaftsleitungen. Meinen Sie? Und das meine ich nicht nur, das weiß ich. Ich hab's noch klar in der Optik, wie Mutter mich aufputzte und zum Vater ins Kämmerlein schickte. Na, und Sie sind heute noch beisammen. Und was für eine fantastische Ehe das ist. So ist nun mal das Leben. Olina, was ist dir da bloß eingefallen? Warum denn nicht? Wenn schon Feuerwerk, dann richtiges Feuerwerk. Und je eher, desto besser.
Durch Herumsitzen, Kollegen, ist noch nie ein Problem gelöst worden. Oder anders gesagt, ich warte sehr auf eure Vorschläge. Ich begreife nicht, was mit euch los ist. Genosse Kalaschek, Besuch. Ich will nicht gestört werden. Guten Tag, Honsika. Was willst du denn hier? Lieber Vati, ich bitte dich, verlass unsere Maminka nicht. Was ist? Lieber Vati, ich bitte dich, verlass unsere Maminka nicht. Ich will ja nicht. Ich will die Maminka nicht verlassen, ehrlich nicht. Janicek, ich bitte dich um alles in der Welt. Und dazu kommt ihr hierher in den Betrieb. Sie hat von uns verlangt. Ein Menschenherz, das leidet. Such Trost, das musst du verstehen. Und wenn du guten Willen zeigst, dann wirst du auch den Weg zu ihr zurückfinden. Gott verdammt nochmal, ich wollte doch zu ihr zurück. Lieber Vati, ich bitte dich, verlasse unsere Maminka nicht. Und sie kriege nicht wie aufgezogen. Ich will niemanden verlassen. Du musst nicht auch noch das Kind anschreien, das kann nichts dafür. Ich werde niemanden anschreien, wenn er endlich still sein wird. Naja, Jensa, wir kommen später wieder. Hier können wir doch nicht helfen, nicht wahr? Da nun alles geklärt sein dürfte, könnten wir nach Hause fahren. Einverstanden? Meinetwegen, bitteschön, fahrt ruhig nach Hause. Aber du musst mitkommen, Janicek, schließlich bist du doch die Hauptperson. Ihr habt es erreicht, jetzt komme ich mit. Zeig mal her, ich bin sehr gespannt. Och, das hast du wirklich gut gemacht. Da, sehen Sie mal. Seine Zensuren? Ich darf sie doch zeigen, nicht? Oh ja, Peter, klasse, muss ich sagen. Darauf kannst du stolz sein. Dein großer Fleiß hat eine Belohnung verdient, ne? Jetzt beweg deine Finger und zeig auf eine Sache, die dir gefällt. Und die kannst du haben. Oh, da brauchst du eine gute fachliche Beratung, Petja. Ahoi. Ahoi. Na, zum Glück bin ich ja da und ich werde dich gut beraten. Na, was nehmen wir denn? Da ist eine hervorragende Flasche Cognac. Kostet nur 340 Kronen. Sind Sie doch zu betten, Olena. Sie verderben eine unschuldige Kinderseele. Mit dem Teufel Alkohol. Der Petja nimmt sich ein schönes Schokoladeneis. Ist doch recht so, Petja, hm? Da seid ihr hier schon, ihr beiden. Ihr seid fast überpünktlich. Das müsst ihr in den Wagen packen. Aber Vorsicht, dass nicht zerbricht. Andulitschka, wir fahren in die Hütte und das Wetter ist auch noch so wunderschön. Guten Tag. Guten Tag. Ach, Andulka, der Janoschek hat alles so einmalig gut vorbereitet. Einen besseren Mann kann man sich gar nicht wünschen. Tja, was sollte ich tun, Frau Holubova? Schließlich habe ich doch nachgegeben. Es ist schon so das Beste. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob Sie sich kennen. Das ist unsere Olenka, Herr Kalaschek. Freut mich sehr. Mich ebenfalls. Ach Gottchen, da kommt immer noch was. Bitte sei so gut und verstaue es, ja? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und schon rennt er los, er gibt sich so viel Mühe. Es ist fast wie in den Flitterwochen. Ja, wo habe ich denn wollen den Schlüssel? Wollen Sie zur Hütte? Ja, natürlich. Sie fahren alle drei? Na, selbstverständlich, wir fahren alle drei. Was denn sonst? Hab ich nur die Schlüssel. Es sah mal so aus, als ob Sie nie wieder zu dritt rausfahren. Aber gar so schlimm. Gar so schlimm ist es nie gewesen. Ein paar Schwierigkeiten gibt es schließlich mal in jeder Ehe. Andulka. Sie lachen mich auch aus, seien Sie ehrlich. Nein. Sie waren mit meinem Vorgehen nicht einverstanden. Aber sagen Sie mal selbst, was hätte ich anderes tun sollen? Hauptsache, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist. Ich hab doch nur... Die Familie habe ich doch nur retten wollen. Und das Kind sollte den Vater behalten, nichts weiter. Verstehst du das? Ist denn das möglich?
Ich habe dafür gesorgt, dass sie ihren Mann wieder kriegt und die Hähne hat das absolut vergessen. Sie hat nichts vergessen, aber jetzt braucht sie Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Wenn die mich wild macht, dann nehme ich mir ihren Jannik vor und du kannst Gift darauf schlucken. Mir reißt sie ihn nicht so leicht wieder aus den Zähnen. Aber im Moment habe ich was Besseres zu tun. Ist das dein Schwachstrom? Nein, nein, der Typ ist das beste linke Bein von unserer Nationalmannschaft. Naja, sie sagen manchmal, der Kopf dazu fehlt, aber jetzt hat er ja mich. Ahoi! Seit einer Weile fährt ein Auto hinter uns her. Guten Tag. Guten Tag. Willst du nicht grüßen? Guten Tag. Ich fahre gerade hier entlang und dabei habe ich gedacht, ob Sie nicht ein Stück mitfahren wollen. Hm? Petja, willst du Auto fahren? Nein, ich will nicht. Aber du fährst doch sonst gern mit dem Auto. Nur wenn es Vatis Auto ist. Ja, da kann man nichts machen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gelogen. Wieso? Wann hat er gelogen? Als er gesagt hat, dass er zufällig vorbeigefahren ist. Er hat aber schon vor dem Geschäft auf uns gewartet. Und was ist daran so schlimm? Vielleicht wollte er uns wirklich ein Stück mitnehmen. Er hat sich bloß nicht getraut. Wenn wir wirklich da eingestiegen wären, dann hättet ihr euch beide immer unterhalten und ich wäre ganz allein gewesen. Jetzt aber, da habe ich dich ganz für mich. Ja, das ist wahr. So wie es jetzt ist, da hast du mich immer ganz für dich.